Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode Star Wars Jedi Survivor. Nachdem wir in der letzten Episode hier dieses Gebiet geschafft haben, denke ich, werden wir das heute noch ein bisschen weiter erkunden und mal gucken, was es hier noch so gibt, bevor wir uns dann wieder zurück ins Dorf begeben und damit dann wahrscheinlich auch zum Mond von Kobo, wo wir dann die den Hauptauftrag weiter ausführen. Aber ihr seht, es gibt hier noch viele offene Gebiete oder Tunnel, die ich noch nicht gefunden habe. Und von daher habe ich gedacht, machen wir das heute mal und schauen uns hier ein bisschen um, abseits der Story und gucken mal, was wir da so finden können. Ich bin gespannt, ich hoffe ja auch. Und wenn ja, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt heute landen. Ich gehe jetzt einfach mal... das war schon mal keine gute Idee. Okay, doch. Ich gehe jetzt einfach schon mal diesen Weg hier und gucke, was wir hier finden. Ich nehme an, dass es jetzt hier einfach ein paar Collectibles noch gibt. Einen Raum ganz besonders haben wir im letzten Teil noch links liegen lassen, wo ich erst dachte, ich müsste ja noch irgendwas mit der neuen Fähigkeit von BD machen. Aber das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und gucken, ob das klappt. Ihr hört, meine Stimme ist immer noch nicht ganz da, wo sie eigentlich gerne sein will. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Und schauen mal, wie es hier weitergeht. Ich habe nämlich tatsächlich bis jetzt eigentlich nur die Story verfolgt. Und jetzt reizt es mich doch mal so ein bisschen. Entschuldigung. Auch so ein bisschen so die Side-Mission anzugehen und zu gucken, was wir hier noch so finden können. Hier scheint es tatsächlich auch noch Gegner zu geben. Moment, zack. Zack. Okay. Wow, One-Shot ist das? Nee, nee, nee. Okay, nice. So, dann zerschlagen wir das Ding. Das sind nämlich immer Samen. Ich höre irgendwas. Wolltest du dich anschleichen? Nichts da. Okay, ich glaube, hier unten war ich tatsächlich. Und da war auch dieser Raum, in dem noch was zu finden war. Vielleicht komme ich aber jetzt von der Seite ran. Wir werden sehen. So, mit dir kann ich nochmal fliegen. Dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Oh, okay, das ist wieder so eine... Sehen wir uns das mal an. So ein Riss. Muss man immer irgendwelche freaky Aufgaben lösen. Okay. Schauen wir uns mal an, was es jetzt ist. Oh mein Gott. Okay. Das ist nicht gut. Nicht anvisieren erstmal die Gegner, denke ich. Beziehungsweise, wenn ich schießen will, schon. Okay. Moment, Moment, Moment. Erst die Kleinen. Okay, so. Weg, weg, weg. Bam, bam. Das war nicht gut. Also ich habe in der letzten Episode auch schon zwei von den Kerlen erwischt. Von daher sollte das machbar sein. Oh, aber so natürlich nicht. Vor allem mit meiner neuen Technik hat man ja wirklich auch ein bisschen die Chance auf Distanz, die Jungs anzugreifen. Hoppala. Ich gehe mal auf den erst, der ist schon fast platt. Ausweichen. Boom. Ausweichen. Ja, der ist fast platt. Einen Hit brauche ich noch mal. Schon. Stim. Okay. Zack, das war der. Sehr schön. Und jetzt auf den. Zack, zack. Abwehr. Was? Warum? Nicht abgewehrt, wow, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ausweichen. Und zack, zack. Ausweichen. Schuss. Noch ein Schuss. Oh, oh. Okay, 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 er ist geschwächt. War's das? Ist das immer nur ein Kampf? Sieht fast so aus, oder? Abgeschlossen. Oh, erster Versuch. Nice. Ich habe übrigens, wem es aufgefallen ist, ein neues Kostüm angezogen. Einfach damit wir hier auch mal die ganzen Cosmetics, die es hier gibt, so ein bisschen ausprobieren. Und ich finde den Look eigentlich okay, das hat funktioniert. Gar nicht so schlecht. Das hat jetzt einen Fähigkeitenpunkt gegeben.
Guck mal, die Frise ist ganz schön hip. Und dadurch, dass ich jetzt meine Outfits gewechselt habe, habe ich auch eine Trophäe bekommen. Die hieß, glaube ich, Neuer Luke. Also nicht Neuer Look, sondern Neuer Luke. Eigentlich ein ganz nettes Wortspiel. Kann ich hier jetzt? Geht das? Oh ja, das. Nee. Doch, das hat. Oh, oh. Oh. Okay, doch, hier bin ich richtig, offensichtlich. So, anschleichen, anschleichen. Boom. Oh, da ist noch einer. Oh, oh. Okay. Ja. Dich werde ich auch niederstrecken. So. Noch einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ach so, ja klar, der andere war fürs Abschluss von dem, für den Abschluss von dem Riss und jetzt für die Ich Erfahrungspunkte werde Sie vermutlich. Kandidaten von dieser Desk auslesen. Okay, also ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich auf der anderen Seite dieses Rätsels, was ich vorhin angesprochen habe. Problem ist, BD findet irgendwas. Was findest du? Gefallener Padawan. Okay, war das eine Statue oder was sollen wir das sagen? Ach, wisst ihr was? Ich glaube, jetzt mit der neuen Fähigkeit muss ich doch erst in den anderen Raum und dann hierher. Kann das sein, um dann dieses Loch freizuspielen? Ah, okay. Na klar. Ich bin ja, blöd. Nee, verstehe. Ich glaube, ich muss das so machen. Dann fliegen wir hier rüber. Wisst ihr was? Ich glaube, ich fliege sogar einmal hier rüber, weil das scheint mir auch nochmal eine Kiste zu sein. So. Wie tief kann ich mich fallen lassen? So tief nicht. Okay. Dann probieren wir das nochmal. Aber direkt schaffe ich es auch nicht. Moment, ich muss höher. Und jetzt aber nicht nochmal. Genau, so ist besser. Nicht nochmal hochziehen lassen, sondern ein bisschen tiefer gehen. Anhalten. Ah, so verliert man Höhe. Okay, verstanden. Los geht's, BD. Oh! Bin ich. Oh, das gibt's doch nicht. Oh Mann! Hey, Komm, komm, den Stim. stimmt. Was für eine blöde Stelle. Moment, ich gehe nochmal in den. Das hat jetzt gerade ganz gut funktioniert. So. Ich will jetzt hier wirklich ausnahmsweise mal ein Gebiet komplett abschließen. Ach so, ich könnte auch mal auf die Karte gucken, was ich hier noch an. Waren da gerade schon so viele Gegner? Hilfe! Oh. Ach, das waren so versteckte wahrscheinlich. Oh oh. Moment. Okay, das war gut. Zack, zack, zack. Einen erledigen. Das, das. Irgendeine Samen habe ich schon wieder gefunden. Zack. Bum, bum. Was das? Okay. Hacken-BD. Verriegelt. So, und jetzt müssen wir, glaube ich. Oh, guck mal, da ist nochmal ein Raum. Ey, wie viel versteckte Sachen es hier gibt. Jetzt gehen wir darüber, weil ich glaube, hier war ich auch noch nicht, oder? Oder ist das. Ah, da bin ich mir jetzt wiederum nicht sicher. Guck mal, hier gibt es nochmal einen Luftstrom. War das die Stelle? Bin ich hier schon mal lang gekommen? Hier fehlt eine Kugel. Ah. Okay, Moment. Ich glaube, ich war hier schon, aber die Kugel hatte ich hier, glaube ich, noch nicht drin. Kann das sein? Jetzt gucken wir mal. Also hier komme ich erstmal nicht durch. Genau, hier drüben war. Ei. Hier drüben war der Raum, den ich gesucht habe. Und zwar einmal hier lang. Dann den Move. Dann außen rumklettern. Aber da drüben eine Kugel, aber die kriege ich da ja nicht von hier rüber. Also ich denke, da komme ich noch nicht weiter. Aber hier müsste ich jetzt mit der neuen Fähigkeit von BD was bewirken können. Oh, du bist auch wieder da, logischerweise. Bumm, Gewehr, Schuss.
Oh, du weichst aus, okay. Ausweichen kann ich auch. Boom, boom. Was ist denn das für eine Attacke? Weiche aus. Okay. Okay, okay, okay. So, und jetzt. Ah, wo ist denn. Ah, doch, die Kugel ist da. Okay, Moment. Jetzt muss ich das so machen. Zack. Dann BD. Und dann diesen Move hier. Brennt das jetzt? Ja, okay, das brennt. Und dann nur hier rüber das Ganze. So, okay. Das müsste es doch sein. Jetzt ist das Ding. Ich bin doch jetzt auf der anderen Seite. Jetzt muss ich mir die erstmal wegbekommen. Lass uns das See zeigen. Bin doch jetzt auf der anderen Seite dieses Raums. Wisst ihr, was ich meine? Kriege ich das jetzt? Muss ich das da rüberbekommen? Ah, oh, ich weiß nicht, ob das geht. Bis dahin. Versteht ihr, was ich meine? Was ist denn das hier? Machtriss, den habe ich abgeschlossen, genau. Aber darüber diese Pflanze zu zerstören, dann außenrum. Aber wie soll das gehen? So, da schießt er doch nicht durch. Das wollte ich gar nicht, egal. Wisst ihr, was ich meine? Oh, geht das? Schießt er das da so rüber? Ich habe das Gefühl, dass ich da nicht durch. Also. Ich könnte das maximal so machen. Ich probiere es jetzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert, wie ich das mir gerade überlege. Und wenn, dann ist es definitiv eine Form dieser Fähigkeit, die mir noch nicht gesagt oder erklärt wurde. Aber nee, guck mal, das brennt. Ah ja, doch, jetzt brennt es. Okay. Also jetzt mache ich hier einfach ganz viel von diesem Mist hin. In der Hoffnung, jetzt machen wir das weg, dass ich jetzt hier außen rum so schnell komme. Das funktioniert nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber gut, wir probieren es. Weil wir probieren es. Zack, fliegt der darüber? Nee, tut er nicht. Das heißt, ich muss. Oh, muss das so machen. Und dann so. Dann hier rüber. Mich runterlassen. Und dann. Müsste das hier noch sein. Wisst ihr, was ich meine? Das funktioniert doch nicht. Hä? Vor allem ist das ein anderes. Nee, das ist schon das gleiche. Okay, man kann. Man kann den Laser tatsächlich darüber. Oh, nee. Wie soll das denn gehen? Oder kann ich hier runterkommen durch diesen. Moment, 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 Moment. Ach, komm schon. Das ist heute ein bisschen eine Ausprobierfolge. Einfach mal zu gucken, was für Rätsel man hier jetzt noch so lösen kann. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit dafür verschwenden. Aber zumindest ein bisschen, weil eine Sache will ich jetzt noch kurz gucken. Es gab da wie so eine Rampe, wo ich vorhin reingeflogen bin. Es kann ja immer auch zu diesem Zeitpunkt sein, muss man ehrlich sagen, das ist nicht der richtige Spot, dass einem noch Fähigkeiten fehlen für diese Sachen. Deswegen spiele ich das Spiel eigentlich immer erstmal gern durch und dann kümmere ich mich um solche Sachen. Weil sonst hängt man an Rätseln, die man noch gar nicht lösen kann. Guck mal, da oben. Wenn ich hier rüberkomme, dann habe ich wahrscheinlich genügend Zeit, das zu schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Aber da komme ich nicht hoch. Weil ich kann nicht so hoch springen. Also, ich gehe weiter. Ich gehe weiter in der Annahme, dass es vielleicht hier noch nicht geht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir probieren es aus, wann anders. Wenn wir hier alle Collectibles sammeln müssen. Wenn das überhaupt der Fall ist. Ich habe bis jetzt immer noch nicht wirklich die Trophäenliste studiert. Ich will mich so ein bisschen überraschen lassen. Ich will das Spiel einfach erstmal spielen. Und dann. Oh, schaffe ich es jetzt da hoch? Nope. Oh oh. Bitte nochmal Luftstrom.
kriegt dann so. So kriegt man. Oh, guck mal hier. Hier ist auch noch was. Hier war ich auch noch nicht. Danke für die Hilfe. Oh, da ist so einer. Wie konnte ich nochmal Lichtschwert schmeißen? Wie ist denn nochmal Lichtschwertwurf? Den konnte ich doch irgendwie, oder? Okay. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Okay. Eine Truhe. Aber diesen Roboter muss man natürlich auch irgendwie cachen. Harte Ledermaterial. Okay. Ah, der ist jetzt wieder weg. Okay. Aber mal ganz blöd gesagt. Das muss ich schon mal wieder rausfinden. Wie ging denn Lichtschwertwurf? Nee, so nicht. So nicht. Oder geht das nur in bestimmten... wie heißt es? In bestimmten Haltungen. Dass ich jetzt das gar nicht kann. Das wäre ja auch interessant. Naja, gut. Also ich glaube, das hier ist jetzt der letzte Weg und wahrscheinlich auch der Ausweg aus der ganzen Nummer hier. Wir müssen hier vermutlich irgendwann mal wieder herkommen, denn, jetzt können wir ja mal gucken, 88,5% erkundet, aber nur 26 von 40 Sammelobjekten. Also ich behaupte, kochender Fels. Ich behaupte, man muss hier irgendwann mal mit anderen Fähigkeiten nochmal kommen, um alles einsammeln zu können. Deswegen mache ich mir jetzt da gar keinen Stress, sondern wir gucken jetzt einfach, wo uns der Weg weiterführt. Ich kann jetzt natürlich auch die Teleportationsfähigkeit nutzen, da muss ich mich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, dass das geht, um zurück ins Dorf zu kommen. Aber da wir ein bisschen erkunden wollen, finde ich, können wir das auch easy so machen. Zack. Und hopp. Und hopp. Ah, hier ist sogar ein Reittier. Guck mal. Hi. Lassen wir uns mitnehmen, BD. Gehen wir direkt. Hallo. Oh. Wir, da ist der Vogel wieder. Sehr höflich, der eine. Ich würde sagen, da gucken wir doch mal glatt vorbei. Das riecht nach einem Nebenquest. Ich ruhe mich einmal aus. Ja, ich komme ja gleich. Und wir gucken mal ganz kurz in unsere Fähigkeiten. Was können wir denn hier machen? Maximales Leben erhöhen. Zusätzlich Leben bei Stim. Machtanzeige mit Stim auffüllen, ist auch immer nicht schlecht. Was machen wir noch? Ich bin jetzt gerade auf meinem Blaster-Stil eigentlich, ne? Reduziert die Zeit, bis ein Blasterschuss voll aufgeladen ist, finde ich gut. Zack, genau. Und gibt es noch was für einen Punkt? Wird die maximale... Jo, nehmen wir. Okay. Ich denke, ich versuche jetzt den einmal auszumaxen hier oder zumindest darauf einen Fokus zu legen, damit wir den bevorzugt nutzen. Dann habe ich noch meinen Zweischwerter-Stil. Aber auch hier checke ich nicht so ganz, wie ich nochmal Lichtschwerter werf. Kann ich das irgendwo rausfinden? Technischer Leitfaden, Controller Steuerung. Fähigkeiten. Magnet, Gedanken. Ich konnte doch ein Lichtschwert werfen, oder? Bin ich bescheuert? Lichtschwertwurf. L1. Ah, es geht nur bei ein Schwert. Oh. Okay, es geht auch bei zwei Schwert. Aber es geht nicht für den Blaster. Okay, verstanden. Alles klar, damit kann ich leben. Okay, dann aber habe ich es wenigstens rausgefunden. Wisst ihr was? Ich glaube... Ja, ich komme gleich. Ich muss nur mal... Ging das nicht irgendwie... Ja, genau, so ging das.
Einmal Echo. Oh, jetzt beschwer dich nicht. Ich bin fast fertig. Oh, man kann auch so. Cool, man kann so aufsteigen. Nice. So, so gut wie neu. Was für eine Spannweite. Ich sehe schon, warum sie euch gleich nennen. Alter! Gut. Schau mal wieder vorbei. Wie viele Angriffe der gemacht hat. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht. So. Wo seid ihr denn? Sind das die da drüben? Was macht man damit? Was ist denn das? Aber was sind das? Kann ich da mit meinem Haken dran? Okay, erstmal den besiegen. Abwehren. Oh, den vielleicht auch noch. Das war ich. Nein, 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 nein. Schlecht. Okay. Ah, ich war schon down, verdammt. Ich hab nicht gesehen, ich hatte keine Energie mehr. Oh. Okay, schnell respawn. Halte L1. Für was? Achso, für Abwehr. Netter Hinweis, vielen Dank. Okay, nochmal hier rüber. Nochmal hier hoch. Jetzt nur nicht von diesen Kerlen hier killen lassen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Bumm. Erledigt. Easy. Und jetzt meine Erfahrungspunkte wiederholen. Wobei ich glaube, das waren nicht viele. Oh. Abwehren. Soll ich. Uff, okay. Wobei ich immer nicht weiß, wenn man sich packen lässt, mal blöd gesagt, dann schlägt er ihm ja den Arm ab. Ist das nicht gut? So, jetzt Zeit. Und ausweichen. Nein, das ist nicht. Oder? Das macht ihm schon auch Schaden. Also eigentlich ist das doch nicht schlecht, oder? BD, stimmst du mir? Ja. Er war jetzt gerade geschwächt, jetzt muss ich ihn so erledigen. Und. Okay. Alles gut. Ich habe euch geholfen. Gut gemacht! Was Vielen für Dank. Eine Vorstellung! Komm her, mein Kriegerfreund! So einen Kampf habe ich seit der Meisterschaft nicht mehr gesehen. Der Meisterschaft? Wir stehen in deiner Schuld. Was macht ihr hier draußen? Wir haben nach den größten und stärksten Bestien gesucht, die einander bekämpfen. Und der Sieger kriegt alles. Oh, das klingt wie so ein Turnierding. Spieltisch natürlich. Ah, okay. Genau. Und du hast die Scan-Kreaturen ein. Bestiendaten für unser Spiel zu sammeln. Sobald wir einen Ort gefunden haben, um uns niederzulassen, versteht sich? Da wüsste ich einen. Mein Freund könnte interessiert sein. Er betreibt Pylon Saloon. Ah, er. Der Saloon in Rambler's Reach. Dieses Loch? Ich wusste gar nicht, dass es offen hat. Okay, ich sag dir was. Wir freuen uns sehr, Holotaktik ins Pylons zu bringen. Das könnte den Laden aufmöbeln. Wir okay. sollten uns beeilen, Talimu. Alles Talimu zu seiner und Zeit. Bima. Wie redet der Rechte Man denn sieht bitte? Sich. Okay, wir haben zwei neue Leute kennengelernt. Und da oben ist wieder unser alter Freund, der Vogel. Aber anscheinend geht's hier dann auch nicht mehr weiter. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie ich diese Teile nutze. Das scheint auch eine neue Fähigkeit zu sein. Oder ein Upgrade für den Wurfhakenarm, weil ich aktuell da nicht wirklich diese zu nutzen scheinen kann. Wie heißt das? Wenn ich das jetzt hier hinmache, er interagiert da gar nicht mit. Okay, also das ist es wohl noch nicht. Dann zurück zu unserer Kreatur. Und reiten, würde ich sagen. Holokarte. Ja, das ist der Weg zurück ins Dorf. Rechts, links, geht beides. Kann ich Echos... Kann ich nicht? Danke für den Ausritt. Echo wahrnehmen. Töte mich nicht! Dich töten! Doma. Ich habe gerade dein dummes Leben gerettet. Wenn ich du war. Ich bin Turbo! Tja, wenn du weiteratmen willst, dann folge. Das sind Gegner. Oh, das habe ich nicht gecheckt. Ich dachte, die Blaster sind in Ding. Oh, und das ist sogar
ein stärkerer. Oh, okay, okay, okay. Alles cool. Oh, 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 oh. Der hat mich ein bisschen überrascht, jetzt muss ich sagen. Okay, 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 Konzentration. Alter! Okay, ich glaube. Zack, 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 weg, Stim. Okay. Das direkt mal zurückschleudern, das bringt aber nichts. Oh, oh. Okay. Ich kann auch schießen übrigens. Okay, jetzt komme ich rein. Alles gut. Bum, bum, bum. Zurück. Oh, oh. Ah. Und schlagen. Das soll es gewesen sein. Huh, okay. May and Core, Kopfgeldjäger, besiegt. Noch ein Kopfgeldpuck. Okay, ja stimmt. Die Kopfgeldjäger sind ja jetzt auch für was gut. Ich muss die jetzt mehrere besiegen, um dann zu den Master-Kopfgeldjägern zu kommen. Ungezähmtes Tiefland. Oh, wir sind schon fast wieder da. Okay, dann halten wir uns mal rechts. Hi. Oh, hier das ist einfach offen jetzt. Okay, krass. Komm, wir machen das mal so. Hopp, hopp. Move. Wer das Schild? Wer halt dein Schild? Gib mir dein Schild. Wer halt dein Schild? Okay. Also, das scheint jetzt hier wirklich open world zu sein. Interessant. Das heißt, hier kann man jetzt natürlich auch erkunden, aber da haben wir den gleichen Fall wie vorhin. Wenn ich nicht alle Fähigkeiten habe, macht das nicht wirklich viel Sinn, glaube ich. Bist du bereit? Oh. Uff, das war knapp. Wer schießt? Oh, jetzt kommen aber einige. Komm her. Und. Nein! Das war ein Moment hier. Oh, 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 oh. Zack. Zack. Okay, das war gut. Du bist auch noch. So. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt hier komplett alles erkunde, dann werde ich ganz oft an Stellen kommen, wo meine Fähigkeiten nicht ausreichen und dann ist wieder blöd. Muss ich alles nochmal machen. Von daher. Bumm. Da war ich zu langsam. Oh oh. Oh oh, jetzt habe ich gerade zwei Stims genommen, kann das sein? Okay. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Abwehren. Abwehren. Okay. Und zurück. Alles klar, geschafft. Gar nicht so leicht zurück ins Dorf zu kommen hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich bin aber fasziniert von Kobo, muss ich sagen. Das ist wirklich so ein bisschen komplett Open World jetzt. Man kann jetzt hier alles erkunden. Das macht aber, wie gesagt, meiner Meinung nach erst Sinn, wenn wir das Spiel durchhaben. Ah, und jetzt bin ich schon wieder zurück. Ah, okay, das ist nicht so weit, wie ich dachte. Okay, cool. Das ist doch überschaubar. Ich hatte jetzt gerade irgendwie das Gefühl, dass das riesig alles ist, aber das ist ja okay. Gut, dann machen wir das einmal so. Zack. Damit haben wir den Weg hier auch freigeschaltet. Und sind wieder bei der Mantis. Okay. Jetzt ist die Frage, muss ich in den Saloon oder zur Mantis? Ich muss zur Mantis anscheinend. Okay. Außenposten. Oder soll ich mal die ganzen Sachen abgeben, die ich jetzt eingesammelt habe? Das wäre vielleicht auch eine Idee, hä? Huh? Kopfgeldjäger verfügbar. Bitte Kaichi. Oder Kaitsch, um Tipps, wo aktuelle Kopfgeldjäger zu finden sind. Jetzt habe ich natürlich hier wieder mehr Personen in meinem Saloon, in meiner Basis sozusagen. Also gehen wir mal ganz kurz rein und geben diese ganzen Chips ab, die ich jetzt gefunden habe. Auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, was ich damit anzufangen habe.
Ist das nicht der Eingang? Okay. Interessant. So, jetzt müssen wir uns hier wieder scannen lassen, 3 Stunden lang. Ja, ich bin's. Auch mit neuem Frisur-Look. Ich bin's trotzdem noch. Dankeschön. So. Passt auf. Ja, hier ist jetzt richtig was los. Hier ist Kaiji. Oder Kaich. Beeil dich, ja? Ich krieg was für die Dinger. Oh. Hecken BD-Druide. B2-Druide. Ach, wow, okay. Aufgeladener Schuss explosiv. Aufgeladener Schuss Querschläger. Wow. Man kriegt mega nützliche Sachen davon. Ich glaube, ich nehme das. Hab mich hierfür entschieden. Das wollte ich sowieso loswerden. Ist das jetzt ein Bonus oder ist das jetzt immer am Start? Du kannst im Kampfstilmenü den derzeit ausgerüsteten Spezialschuss wechseln. Ah, okay. Interessant. Und jetzt nochmal mit ihr reden wahrscheinlich. Ja, das ist der. Hab dein erstes Ziel gefunden. Anscheinend treibt sich ein Haxion-Stümper namens Kip Oster in der Baggerschlucht rum. Er versucht, seine Beute zu überraschen. Also sei vorsichtig. Danke für den Tipp. Dank mir, wenn du seinen Kopfgeldpuck abgibst. Okay, sprich mit keiner. Ja, alles komm da. Rein, setz dich an die Bar. Wo ist denn, wie heißt sie denn, unser Druide? Wo war der? Wie hieß sie denn? Die nette Druidin. Guck, das ist schon wieder so lange her. Ah, hier sie. Hallo. Rede. Wie schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch, Sie. Sie. Sollten Sie irgendwelche Datendisks aus meiner Zeit finden, ja, habe ich. Ich sie gerne für Sie entschlüsseln. Habe ich. Ich denke, dass noch viele auf Kobo verschollen sind. Wir geben dir Bescheid. Und zwar jetzt. Da muss man wahrscheinlich auch in den Laden. Bonus-Slot. Ah, genau. 10 wollte ich für den Bonus-Slot. Weil sonst kriege ich eine. Ah, bei ihr kriege ich die Bonus dann. Okay. Das heißt, da spare ich nochmal 2. Dann habe ich das. Hier muss man auch irgendwas reintun. Willkommen, man kann willkommen. So viel. Jetzt seid ihr da. Komm näher und versuche dich bei Holotaktik. Das Spiel für Weise und Krieger. Okay. Ah, unser Wetter kehrt zurück. Wir sollten uns ordentlich vorstellen. Ich bin Bimauk und das ist mein Partner Talimu. Wie du siehst, haben wir hier in Pailuns Saloon ein Holotaktik-Spiel aufgebaut. Ich bin Kerl. Freut mich, dass ihr beide das Pailuns gefunden habt. Das würde ich gerne zurückgeben, aber du kannst ja ohne Zweifel bestens auf dich selbst aufpassen. Wie ich sehe, hast du einen Druidengefährten. Wenn er Kämpfer scannt, kann er sie zu deinem Holotaktikstapel hinzufügen. Oh. Verstanden. Je mehr Scans BD sammelt, desto mehr Optionen habe ich im Spiel. Genau. Natürlich hält dich nichts davon ab, jetzt eine Runde zu spielen. Natürlich nicht. Oh, es ist Zeit für ein wenig Holotaktik. Oh je, das wird jetzt wieder ein komplett neues Spiel im Spiel. Das mag ich ja immer nicht so. Wähle die Gegner. Rin, den du herausfordern möchtest, besiege Gegnerin, um einzigartige Belohnungen freizuschalten. Investiere deine Kampfpunkte, um Einheiten zu kaufen und platziere sie auf dem Tisch. Eine Herausforderung hat mehrere Wellen. Wenn du Gegner eine Welle verlierst, bist du besiegt und musst die Herausforderung neu starten. Zu jeder Welle werden zusätzliche Kampfpunkte vergeben. Alle ungenutzten Punkte werden für die nächste Welle übernommen. Gewinne Gegner alle Wellen, um die Herausforderung abzustehen. Okay. Neue Einheiten freischalten. Okay. Ach, das sind die Gegner. Ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Eine Aufnahme? Wann fange ich an zu reden? Welle 1 und 2, okay. Und wie spiele ich das? Kann mir das jemand erklären? Das sind jetzt alle, die ich bis jetzt freigeschalten habe. Und wie viele Punkte habe ich? 9 Kampfpunkte. Ne, 6. Ah, 6 habe ich. Okay. Das heißt, ich nehme mal 2. Spielt das eine Rolle, wo die stehen? Ich mache das jetzt mal so. Gleich gegen gleich ist das ja dann. Kampf beginnen. Lass die Schlacht beginnen! Okay. Ausgelöscht! Okay, doch, das war. Ich habe Blaster-Typen und er hat so Stock-Typen. Das heißt. Oh, der hat ihn. Spielfeld.
Okay, aber ich habe ihn jetzt, eine oder? Starke Runde für Kerl. Weiß man da irgendwie, wer gegen wen gut ist? Das checke ich nicht so ganz. Jetzt habe ich 12 Punkte. Okay, so ein Blaster-Typ war natürlich stark. Energiestab. Okay, komm schon, jetzt muss ich ja das schaffen, oder? Mein Dude ist jetzt aber weg, den ich gerade hatte. Okay. Ich mach mal... Wie setze ich das jetzt am schlauesten ein? Ich mach mal 5. Der wartet hinten, genau. So. Nee, das ist blöd. Zurück. Ich will zurück. Oh, 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 oh. Kann ich den nicht mehr umsetzen? Ah, verdammt. Okay. Hm. Warum kann ich jetzt... Ah ja, doch geht. Den noch. Und dann noch... 4 habe ich. So, zack. Und dann noch den hier einfach, oder? Oder 2 davon. Zack, zack. So, das sollte ich doch jetzt schaffen, oder? 2 Runden sind es nur. Vorrücken! Das sollte doch gehen. Ich habe einen Blaster-Dude, das ist gut, weil der macht dann ein bisschen Galama. Diese Einheit ist erledigt! Zack. Halt mal. Ist jetzt meine Granate voll nach hinten losgegangen und hat alle zerstört. Oh nein. Come on! Schieß, triff! Das ist nicht dein Ernst! Was? Vielleicht ist eine neue Taktik erforderlich. Das ist ja ein Mist. Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Wie ja. Er ist selber überrascht. Okay, das will ich nochmal machen. Das geht ja gar nicht. Also die erste Runde habe ich gewonnen, indem ich die 2 Dudes hier eingesetzt habe. Dann mache ich das nochmal. Kampf beginnen. Und die zweite Runde war nicht so schlau von mir anscheinend. Diese Granaten sind problematisch, habe ich jetzt gemerkt. Guck mal. Ja, und schon wieder verloren. Okay, die Dudes sind kacke. Die schalten sich selber mit diesen Granaten aus. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich bin offensichtlich Profi in diesem Spiel. Holotaktik ist voll mein Game. Oh mein Gott. Okay, was ist denn dann die Taktik? Ich habe 6 Punkte. Was sind das für Dudes? Mach mal den mal. Komm, ich mach mal 2 hiervon. Und hoffe, dass das besser läuft. Es ist aber ein bisschen Glück, oder? Wie sehe ich das? Also, das, die sind gut. Die mag ich gern. Guck mal, die machen das solide. Zack. Hallo? Mach ihn platt. Okay. Die finde ich gut. Die finde ich gut. Die nehme ich nochmal. Die brauchen genauso viel wie die Blaster-Dudes, aber sind deutlich effektiver. Zumindest waren sie es gerade. Die stellen wir jetzt nochmal in die erste Reihe. So, und dann habe ich noch 6 Punkte. Und für die 6 Punkte nehmen wir einen so einen starken. Und zwar den hier. Den gleichen, den er hat. Das muss ja dann Grunde was bringen. Und dann noch ein Blaster-Dude hinten. Aber einen, der hoffentlich keine so komische Granate wirft. So, das muss es sein. Los geht's. Ich bin einfach ein Blaster-Dude im Vorteil. Das muss doch jetzt reichen. Ja, 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 easy, easy. Das nenne ich einen Holo-Kill. Also interessantes Spiel. Aber ich bin mal gespannt in späteren Runden, wie wie man das auch verfeinern kann und ob das wirklich ein gutes Spiel ist. Wir werden sehen. Bestes Spiel im Spiel übrigens, wen es interessiert. Truppe vergrößern. Quent. Absolut Quent. Weil Quent ist, war wirklich ein gutes Spiel. Sonst kenne ich noch kein so richtiges Spiel. Mir hat auch das in Horizon Zero Dawn, beziehungsweise wie hieß es? West. nicht so doll Forbidden West. Nicht so toll gefallen, muss ich sagen. Von daher, mal gucken, wie das so ist. Und dass diese Tür hier immer nicht aufgeht, liegt daran, dass das Spiel noch laden muss? Oder was ist hier los? Also irgendwie auch seltsam. Na gut.
Das war eine bisschen chaotische Folge heute. Jetzt will ich aber trotzdem, glaube ich, noch wenigstens in die Mente steigen und zu dem Mond fliegen. Ihr seht, es gibt hier auf Kobo sehr, sehr viel zu tun. Ich kann ja mal ganz kurz hier reingehen. Und zwar Reisegerüchte. Das sind noch Nebenaufträge, die ich bereits angenommen habe. Hier haben wir die Kopfgeldjäger. Zwei haben wir schon besiegt. Einen haben wir gerade den Tipp bekommen. Also ihr seht, es gibt dann schon einiges zu tun und natürlich ohne Ende Sammelobjekte. Aber ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Hauptstory, einfach um die ganzen Fähigkeiten freizuschalten. Jetzt gehen wir mal schön hier rein und heilen uns, denn ich bin, glaube ich, ziemlich down, was Stims angeht. So, ich mag das neue Outfit und die neue Frisur vor allem, das gefällt mir wirklich gut. Zack, ah, jetzt halt mal, fällt mir noch was ein. Kampfstile. Kampfstile, Kampfstile, Kampfstile. Hier. Aufgeladener Schuss. Und da kann ich jetzt zwei Schwerter. Nee, ich will schon das. Aber wo kann ich mein... Treffsinn, das ist nochmal was anderes. Blasterschaden hoch, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Vielleicht mache ich das. Oh, das braucht drei. Blockanzeige wird erhöht. Trotzdem mache ich das mal. Aber ich will jetzt den aufgeladenen Schuss wechseln in dem Sinne. Verstehe ich nicht, wo das dann genau geht, was er gerade mit dem explodierenden Schuss meinte. Kampfstile vielleicht hier. Blaster. Werde ich mich mal nochmal wann anders ein bisschen mehr. Aber ich habe jetzt einen explodierenden Schuss theoretisch und das musste ich irgendwo auswählen können. Aber gut, jetzt gucken wir mal, als was passiert. Vielleicht. Zum Mond. Hier hinreisen, bitte. Kurs auf den Mond von Kobo. Wo kamst du jetzt eigentlich so schnell her? Saßt du nicht gerade noch in der Bar? Bist du überhaupt fliegtüchtig? Bleib du schön bei deiner Rolle. Du er auch, der saß auch gerade noch in der Bar. Und? Hast du dir die alte Tech angesehen, die Karl bei Dagon gefunden hat? Ja, vielleicht bringt das Labor auf dem Mond Licht ins Dunkel. Was ist wohl damit passiert? Der Mond? Wer weiß? Wen interessiert's? Ich habe keine Zeit für Monde. Irgendeine Naturkatastrophe. Oh, wie cool. Wir fliegen sogar direkt dahin. Dass der Mond noch bewohnbar ist. Du und ich haben unterschiedliche Vorstellungen von bewohnbar. Jetzt bin ich gespannt, ob er trotzdem in den Hyperraum geht. Vorsichtig. Jetzt bin ich gespannt. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Wir sind überhaupt nicht im Hyperraum. Ja, guck mal, wir sind nämlich jetzt zu dem Mond geflogen. Aber er sagt trotzdem den gleichen Text. Aber gut. Zerstörter Mond. Wow, nice. Der Bart. Geil. Entschuldigung. Alles gut? Ja, ja, nur ein wenig eingerostet. Du? Tja, ein wenig unruhig, aber wir schaffen das. Was wir schaffen das. Wir haben einen Optimisten. Hey, tu mir den Gefallen und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist dein Essen schuld. Was war das? Wir sind fast da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. Das klingt schon mal nicht gut. Okay. Ah, okay, wir sind nicht auf dem wilden Mond, sondern hier wurde schon was gebaut. Das ist ja schon mal interessant. Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Okay, ich denke, genau hier werden wir in der nächsten Episode starten. Das war jetzt ein bisschen maue Folge, gebe ich offen zu. Wir haben die Story nicht wirklich vorangetrieben.
Aber wir haben ein paar Erkenntnisse gewonnen auf Kobo, haben uns ein bisschen mit diesem Holo-Ding beschäftigt und jetzt starten wir... Wow, okay, das ist größer als gedacht. Okay, sieht auf jeden Fall nice aus und ich würde sagen, was kann man hier sehen? Erinnert mich an die Anlage im Wald, nur in einem weit größeren Maßstab. Ja, genau, allerdings größer. Und ich würde sagen, genau hier starten wir in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hau die nächste direkt im Anschluss raus und dann sehen wir uns dort. Vielen Dank, bis dahin und tschüss.